Ich grüße euch, liebe Clasher, vorm Stream ist nach dem Stream und damit herzlich willkommen bei mir, dem Toto, aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen, ich habe diese Tage ja schon angekündigt, wenn ihr eine fette 250 seht, dann haben wir unseren 250. Sieg hier eingefahren und es ist uns ja heute gelungen. Wer mal bei mir im Livestream heute war oder gestern war, je nachdem wann ihr seht, der Livestream war ja am Sonntag, der hat hier schon einiges an Kämpfe mitbekommen. Ich habe 3 Stunden auf YouTube gestreamt und auf Twitch. Die Videos sind mittlerweile auch, soweit ich weiß, online. Ihr könnt das Ganze nochmal nachverfolgen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir gehen hier aber einfach mal rein in die CK-Kämpfe. Wir haben hier wirklich gut gerockt, muss man so sagen. Von unten an haben wir hier den Clan wirklich nett aufgeräumt, kann man nicht anders sagen. Und ich lasse die mal in zweifacher Geschwindigkeit abspielen, dann sehen wir hier wesentlich mehr. Schöner Go Lalun hier auf ja, die Nummer 24 von 15, also irgendwie wollte die 24 nicht fallen. Da habe ich gedacht, die machst du mal mit dem Donner. Ja, es ist grenzwertig, muss ich sagen. Also da habe ich schon bessere Angriffe gemacht, aber es war auch schon spät in der Nacht und ich war ja noch dann die ganze Nacht offen, um nochmal auf den Stream zurückzukommen. Ich habe in der Nacht, also als ich diese Angriffe hier gemacht habe, habe ich das erste Mal auf Twitch gestreamt, so ein bisschen Teststream. Das war schon mitten in der Nacht, ich glaube so 3 Uhr oder so, und habe ich damit angefangen, weil ich das mal testen wollte, wie das auf Twitch rüberkommt, um das einfach mal zu testen, weil YouTube nicht so wirklich funktioniert hat, und habe mich dann dazu entschieden, dass ich dann am Folgetag, also heute am Sonntag, ihr seht das ja jetzt am Montag, mal auf beiden Plattformen zu streamen, habe mich ein bisschen schlau gelesen, habe mich ein bisschen schlau konfiguriert und habe dann irgendwann angefangen, habe auch eine Zeit festgelegt, mir selber, nämlich 17 bis 20 Uhr, also 3 Stunden, und ich muss sagen, das war echt gut. Das hat mich wirklich gefreut. Ich habe mir das Video jetzt mal oder beide Videos mal im Nachgang angeschaut und bis auf den Chat, der noch so ein bisschen hakelig war, weil ich 2 Chats zusammenführe, nämlich von Twitch und von YouTube, war das ein bisschen tricky. Hat mich das trotzdem echt gefreut, muss ich sagen. Und freue mich auch auf so eine Art neue Community hier bei Twitch, die mich ja vermutlich nicht kannten und die aber alle fürchterlich nett waren, haben mich hier so ein bisschen unterstützt. Denn mein Teststream hier, da habe ich natürlich viele Fragen gestellt, kommt das gut rüber, ist das qualitätsmäßig gut und so weiter, aber echt gut gemacht. Und das hat mich super gefreut, deswegen war der Stream, glaube ich, auch von allen Seiten aus eine gelungene Sache. Community hat wieder gepasst. Einige kenne ich ja vor allen Dingen aus der YouTube-Szene, wo ich so ein bisschen rumeier. Also das ist jetzt nicht so die High-End-Szene, aber was mich wirklich gefreut hat, dass mich der Skycock besucht hat. Also der Skylife COC hat mich in dem Stream bei Twitch besucht und ja, auch ich als alter YouTuber bin da fürchterlich stolz drauf, denn der Sky macht echt krasse Videos. Ich hatte mich auch ein bisschen vertan, dass ich gesagt habe, 269 Videos. Nein, es sind 264 Videos, die er bisher gebracht hat. Und ich glaube, ich habe keine Folge von ihm verpasst. Alle Sachen, die er bringt, sind wirklich gut. Von der Qualität her, vom Sound her und auch vom Inhalt her. Also ich schaue die unheimlich gerne. Auch wenn ich nicht mehr so viele Kommentare darunter schreibe. Zu Anfang habe ich noch ein paar Kommentare schreiben können. Aber mittlerweile fällt mir das doch immer ein bisschen zeitschwer, muss ich sagen, dass ich mal irgendwas darunter pinne, so nach dem Motto, tolles Video, wie immer. Aber ich meine, wenn ich es einmal schreibe, dann müsste ich irgendwann anders schreiben, nicht mehr so gutes Video. Und das wäre totaler Blödsinn.
Also nach wie vor, ich bin echt begeistert gewesen und habe mich auch total gefreut. Das kommt ja auch nicht alle Tage vor und dementsprechend verfolge ich das auch weiter. Die COC-Szene in Deutschland ist schon richtig mächtig, muss man sagen, und hat sicherlich viele Anhänger, viele Streamer und ich gehöre auch dazu. Ich denke, das ist von mir auch eine gesunde Sache, hier mitzumischen, so ein bisschen um euch so ein bisschen Clash of Clans näher zu bringen, schöne Clankriege zu zeigen. Das ist ja eigentlich nach wie vor das Motto meines Channels hier, dass ich euch schöne CK-Angriffe zeige, schöne Taktik zeige und euch so ein bisschen am Clan-Leben teillasse. So will ich es einfach mal sagen. Ich tummel mich ja auch mit zwei Chars immer wieder in anderen Clans, nämlich mit dem Chief Barfoot. Das ist ein RA8 Maxed Out, der nicht weitergeht. Der bleibt also auf RA8, denn es ist doch sehr anstrengend, mehr accountig zu spielen, vor allen Dingen jetzt mit dem zweiten Dorf. Und auch mit dem Avatar ist ein RH9 Max, der nur noch 7 Heldenlevel bis zu RH10 braucht. Und auch da freue ich mich immer wieder, wenn ich in den Clans bin. Ich war jetzt ein bisschen länger auch mit den Chars in anderen Clans drin, weil ja, wenn du erstmal in so einem Clan bist und bist so ein bisschen integriert, dann, ja, dann geht einem das schlecht ab, wenn man dann wieder sagt, goodbye. Das war's und nach mir die Sintflut. So ist das hoffentlich nicht bei mir. Ich werde immer in Kontakt bleiben mit den Leuten, egal ob das über irgendwelche Messenger ist oder ob das mit nochmaligen Besuchen ist, wo ich einfach nochmal ein CK mitspiele, mal wieder Hallo sage. Finde ich wirklich klasse und freue mich, dass das auch so gut rüberkommt. Also das ist wirklich schön. Dass ich das auch an der Stelle so machen kann und die Leute das auch so annehmen, wie ich das eigentlich mache. Manchmal ist es auch ein bisschen Murks, ja? wo ich mich auch ein bisschen übernehme, muss ich sagen. Dann denke ich immer, ah, Mann, jetzt muss an drei Stellen hier Videos aufnehmen und dann wird das schnell mal anstrengend. Dann planst du ja selber noch ein paar Sachen, machst selber deine Sachen hier und guckst, dass du hier ein bisschen weiterkommst. Also das ist, finde ich, alles schon nicht ganz ohne. Zudem möchte ich ja mein Channel-Motto auch nicht ganz verlieren hier. Also nach wie vor viele CK-Angriffe zeigen, viele schöne Angriffe zeigen. Und wir wachsen ja auch. Mittlerweile sind wir allerdings 50-50. Also ich habe es jetzt auch heute im Livestream gesehen, dass einige hier in den Clan rein wollten, aber es war halt nicht möglich, da der Clan im Moment voll ist und auch geschlossen ist. Das ist einfach so. Es wird sicherlich ein paar Plätze freigeben, da wir ja die RH8er nicht bespielen. Ich mit dem Chief im Moment eher in einem Clan bin, um so ein paar Truppen abzuschnirren und kurz mal abzuhängen. Aber sobald ich hier raus bin, gibt es natürlich wieder Plätze. Und dann kann man hier mit uns sicherlich ein paar schöne CK spielen. Es sind ja auch einige hängen geblieben, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Es scheint ihnen zu gefallen hier. Finde ich natürlich auch super krass und super nice. Und deswegen ist das hier schon immer eine ganz chillige Runde. Ihr seht das hier auch, 22 Nachrichten, also auch in der Zeit, wo ich hier eigentlich aufnehme, was ja schon recht spät ist. Das liegt aber an was anderem, dass das so spät ist. Das hat technische Probleme gehabt, denn ich habe die ganzen Tage, das ist ein bisschen doof, vorab aufgenommen, die Events etc. und habe die Videos abgespeichert zum Schneiden, habe dann mir einen Zeitpunkt festgelegt, also irgend so eine Range habe ich dann immer. Jetzt kommt der Stream, beziehungsweise nicht der Stream, das Video und habe etliches auch am Handy aufgenommen. Schöne Angriffe vom Event, Heiler-Event. Ja, und was stelle ich heute Abend fest? Dass ich vergessen habe, ich habe es nicht vergessen, sondern ich habe einen nicht richtigen Encoder genommen. Und dadurch hat mein Aufnahmeprogramm nur die Tonspuren aufgenommen und nicht die Videos. Das ist natürlich echt Kacke. Das war ja blöde. Und das heißt, ich konnte auf einem Schlag
mal eben 15 Videos mit einem Klick löschen und konnte mir sagen, ja, tolle Wurst, kannst du auch nicht nachdrehen, die Events sind vorbei. Beziehungsweise die Sachen sind vorbei, die da gelaufen sind. Und deswegen setze ich an der Stelle einfach ein bisschen neu an. Aber sehen hier einen schönen Angriff von WW8, 12 auf 13. Richtig krasse Sache hier, 29er Queen. Ich glaube, die rockt sogar bis zum Ende weiter da oben, unterstützt es auch Magier beim King. Was auch gut ist, denn der Magier macht so ein bisschen den kleinen Scheiß, Lager hier, Lager da. Und der King nimmt schön das Feuer auf sich. Die Queen bekommt hier unten in dem Bereich überhaupt keinen Beschuss mehr. Von zwei Devs immer noch von einer. Und das schaffen die Heiler locker dagegen zu heilen. 29er Queen ist auch schon gut. Und so rettet er das hier mit einem richtig schönen 3-Stern nach relativ zu Ende des CKs. Ziel war es eigentlich bei uns, dass wir alle RH 9 und 10 hier auch ausschalten. Allerdings ist das im 10er Bereich nicht ganz gelungen. Ne? Wir sehen das einmal hier. 11 auf 10 der Daywalker. Wer jetzt darauf geachtet hat, wie viel Prozent es werden. Ich weiß, welche Dave hier noch übrig bleibt. Das wisst ihr dann erst nach dem Kampf hier. Oder ihr habt das vielleicht bei mir im Livestream schon gesehen. Denn da habe ich die Wiederholung schon mal geteilt. Und habe mein Leid und Segen dazu getragen, dass hier nicht ganz gedreiert wurde. Der Yannick ist heute noch ganz traurig und hat gesagt, das muss im Video auftauchen. Klar, natürlich taucht das hier auch sowas hier im Video auf, gar keine Frage. Richtig tolles Teil hier, 99%. Für 99 kriegt man hier immer einen Dorn nach oben. Ja, ich bin echt gut drauf, muss ich sagen. Denn schönes Pfingstwochenende. Alle haben so ein bisschen ihren Spaß, auch meine Familienleute haben so ein bisschen ihren Spaß. Ich habe ja auch einen im Stream gesehen, der hier so ein bisschen rumeiert und ein paar Fragen stellt und sich ein bisschen wundert im Livestream, was hier eigentlich so geht. Aber live ist live, sage ich immer. Und wenn denn einer meiner Söhne reinplatzt, oh, guckt euch das an, wie knapp das war. Ich zeige euch das mal. Man kann das nämlich reinzoomen und kann nochmal auf die Kanone hier klicken. Guckt euch das an. Also sowas, Einschuss Queen, oder? Ja, man sagt das ja immer ganz leicht. Weißt du es am Anfang? Ein Lucky und die Kanone ist Geschichte. Ja, hier im oberen Bereich haben wir eigentlich sauber gezweisternt, also die 7er alle schön gezweisternt. Und der Max hat hier relativ zu Anfang schon einen draufgesetzt, nämlich mit einem 3-Stern auf diese Base hier. Das war richtig krass, muss ich sagen, denn der war ziemlich zu Anfang dieses CKs und wenn man solche CKs hier spielt, dann ist es immer so, dass du so ein bisschen zermürbt bist, wenn ein Gegner so angreift. Das ist bei uns nicht anders. Also auch wir lassen dann so ein bisschen die Köpfe hängen, wenn uns ein Gegner so dermaßen zermalmt, wie der Max das hier macht. Es ist ja ganz normal und menschlich, dass du dann so ein bisschen resignierst, so 3 auf 2, Mensch, oh. Ja, und die anderen auch gut gezweiert, 10er schon gedreiert. Das macht uns auch Mühe. Also das ist nicht nur, dass es bei anderen, glaube ich, so ist, aber so ist das nun mal. Und das war schon eine richtig krasse Nummer hier, muss ich mal so sagen, vom Max. Also 2 auf 2. Der Master hat hier auch gut angegriffen. Also alle haben hier ihr Bestes mal wieder gegeben und vieles habe ich ja schon, wie gesagt, im Stream gezeigt. Ihr könnt die Videos bei mir in der Playlist auch schauen. Ich habe auch eine Playlist COC Live. Da sind noch nicht so viele Videos drin, aber wer da mal Interesse hat und möchte da mal ein bisschen reinschnüffeln, die Sachen findet ihr alle, wie gesagt, in meiner Playlist Clash of Clans, also COC Stream heißt die da. Die habe ich einfach mal erstellt, um so ein bisschen die Übersicht zu behalten hier. Und da kann man einfach nochmal sich die Livestreams angucken, kann mal gucken, was ist da eigentlich gewesen. Was hat der Toto für einen Quatsch erzählt? Er kann mich vielleicht auch so ein bisschen kennen, schätzen, lieben, hassen oder Idiot nennen lernen. Keine Ahnung, ist ja auch manchmal ganz witzig. Ich fasse das ja alles mit Humor auf hier. Aber schöne 3 Sterne hier. Oh, entschuldigung. Schöne 3 Sterne hier.
vom Max auf die Nummer 2 und ja, eigentlich doch relativ dominant gewonnen. Hier wollte ich eigentlich rein mit 17 Dreiern, 12 auf der anderen Seite, also bei uns auf der Seite hier wurden teilweise noch 9er ausgelassen. Ich habe einen Higgs und auch im 10er und 11er Bereich war das hier suboptimal. Den ersten haben sie erst gar nicht mehr angegriffen, den Masti hier. Also auch das finde ich immer ein bisschen traurig, dass so der Gegner da nicht mehr so stark dagegen hält. Aber was willst du machen? Sieg ist Sieg. 250 Siege hier, super von den Tour Warriors gemacht. Und wir befinden uns auch gleich wieder im nächsten CK. Ich sehe es ganz zuversichtlich. Ihr werdet davon ganz, ganz sicher sehen. Ich werde mit euch auch wieder streamen. Sicherlich in der nächsten Woche. Ich kann aber schon mal ankündigen, dass es den richtig guten Hammer-Stream in 2 Wochen gibt. Also in 2 Wochen am Wochenende werde ich so richtig was aufsetzen. Und ihr werdet hoffentlich begeistert sein davon. Das, was ihr seht, das, was ihr hört, das, was wir machen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr weiterhin bei mir dabei sein wollt. Und bis dahin, euer Toto Fletcher. Bye, bye.